Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei Gogo for Camper. Ich habe vor einiger Zeit ja ein Video gedreht, wie man die Thule Rainblocker ausmisst und natürlich auch, wie man das Ganze aufbaut und wie es am Ende aussieht. Jetzt bin ich hier auf dem Caravansalon und zu meiner Linken steht das Thule Veduta. Und wie man sehen kann, ist das ein richtiges Vorzelt für die Aufdachmarkise 6300. Man sieht hier den Unterschied zu den Thule Rainblockern. Man muss ja sagen, ich habe ja die Thule Rainblocker und bin da auch echt mit zufrieden. Das ist natürlich was, wenn ich jetzt zum Wochenende einfach mal was aufbauen möchte, dann bin ich da Regen- und auch windgeschützt. Hier sieht man aber auch schon an der Seite, dass das hier richtig eingezogen ist und natürlich auch eine richtige Verbindung gibt zum Wohnwagen. Und hier auch eben oben stabile Stangen dran sind, um das Ganze eben auch dort richtig einzuziehen. Das ist natürlich auch eine andere Hausnummer. Hier steht jetzt eine Länge von 4 Metern und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und dann kriegt ihr auch mal ein Raumgefühl. Ihr könnt schon sehen, echt gut das Raumgefühl. Hier kann man auch sehen, man kann das Ganze auch abtrennen, ne, dass man es abnehmen kann. Wir haben hier Fliegengase. Ich kann das Ganze abtrennen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer doch mal Wärme habe. Hier sieht man eben, hier ist die Markise. Und man kann auch die Verstärkung sehen, und zwar hier an der Seite. Hier sind extra Querstreben, um das Ganze eben auch stabiler hinzustellen. Ne? Hier an der Seite könnt ihr auch sehen, kann ich das hier auch nochmal runter machen, dass ich dann ein richtiges Fenster habe, wenn ich denn Unwetter habe oder sowas alles. Und hier an der Seite kann man auch erkennen, wie man das eben abnehmen kann. Es ist richtig bündig. Auch hier unten könnt ihr sehen, dass das auch richtig gut am Boden fixiert werden kann. Also das ist auch schon wirklich stabil. Und das Schöne ist eben, dass ich kein zusätzliches Zelt oder ähnliches brauche, weil ich ja eben schon immer die Thule Aufdachmarkise dann habe, wenn ich sie schon habe oder eben brauche. So, und dann habe ich eben ein Zelt, was ich mir dann zusätzlich aufbauen kann. Ich muss eben kein Luftzelt oder ähnliches noch extra mitschleppen. Und das finde ich schon echt eine gute Lösung. Als Fazit ist zu sagen, wenn ich länger auf einem Platz stehe, ist das Zelt genau die richtige Wahl. Das ist wirklich was, wenn ich 1-2 Wochen stehe oder auch in Gefilden bin mit ungewissem Wetter, entweder Dänemark, Deutschland oder sowas. Das ist natürlich schön. Kilo, 30 Kilo ungefähr. Es kommt natürlich auf die Länge drauf an. Es gibt das Veduta in 4 verschiedenen Längen. Und wir reden hier von einem Kostenpunkt von 2.200 bis 2.400 Euro. Dann würde ich sagen, ich schnapp mir mal jemanden von Thule. Ich besorge mir mal so ein Teil, denn ich weiß ja, ihr liebt ja Aufbauvideos. War ganz witzig, ich stand da eben schon. Mich haben welche erkannt, die gesagt haben, Mensch, die Rainblocker-Videos fanden sie auch toll, weil sie jetzt wissen, wie man das richtig eben ausmisst oder aufbaut. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.